So, mein Mann, soeben ist eine Breaking News reingekommen. Der YouTuber AlpiPferd wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. AlpiPferd ist ein Motorradvlogger und hatte einen Rentner totgefahren. Die Staatsanwaltschaft hatte 7 Jahre Haft wegen Totschlags gefordert, aber das Gericht ist deutlich unter dieser Forderung geblieben und das Gericht war der Ansicht, dass es sich um keine Tötungsabsicht gehandelt hatte. AlpiPferd ist einer mit der größten Motorradvlogger und die Motorrad-Vlog-Community, die war sehr gespalten, als es um dieses Thema ging. Hier gab es die einen, die ihn verteidigt hatten und die anderen, die das für unverantwortlich gehalten haben. AlpiPferd soll zuerst ein Auto gerammt haben, dann Fahrerflucht begangen haben und dann den Rentner mit überhöhter Geschwindigkeit totgefahren haben. In dem gesamten Fall gab es eine ganze Menge an Spekulationen und jetzt ist das Urteil gesprochen. Und man kann hoffen, dass zumindest nun die Spekulationen und Halbwahrheiten aufhören. Vorangegangen hatte das Amtsgericht Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Dadurch war dann AlpiPferd bis zum Abschluss des Verfahrens in Untersuchungshaft. Okay, und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Die, und das glaube ich kann man inzwischen auch so sagen, YouTuber Adi, Taddle und Luna haben nun einen Gemeinschaftskanal. Der Kanal nennt sich tatsächlich Je und hat über 7000 Abonnenten. Seit einigen Tagen veröffentlichen sie nun ganz kurze Videoclips und in der Videobeschreibung schreiben sie immerhin, wer diese Clips veröffentlicht hat. Man merkt förmlich, wie es die Leute wieder zurück auf YouTube zieht. Zuerst kam Taddle zurück, dann Adi mit seinem neuen Pokémon-Kanal. Luna alias Kitty war nie wirklich weg. Und nun haben alle drei gemeinsam einen YouTube-Kanal. Was auch sehr interessant ist, soweit ich es überblickt habe, hat sich noch keiner von den Beteiligten dazu öffentlich geäußert. Das erklärt unter anderem auch, warum diese Kanäle so unbekannt sind. Heute haben wir in jedem Fall ein sehr umfangreiches Themenspektrum. Zum einen ein wirklich ernstes Thema und zum anderen Themen, die auch eher der Unterhaltung dienen. Dennoch meine ich, dass dieses gesamte Spektrum relevant ist und berichtenswert ist. Alle relevanten Links befinden sich unten in der Videobeschreibung und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!